Rot. Gab es nicht auch Iron? Da, das ist doch. Nehmen wir doch die. Efficiency kann ich nicht nehmen. Unbreaking kann ich nehmen. Bending kann ich nehmen. Kann ich nehmen. Dann mache ich den hier. So. Oh, ist noch nicht weitergegangen, okay. Wohin gehen wir denn? Das ist mal Deep Dark. Ab nach oben. Oh. Cage. Aus der Richtung See. Wo bin ich? Vielleicht eher in die Richtung. So. Da sollte vielleicht Ocean sein. Was ist das? Egal. Frozen River. Frozen River. Okay. Kompass. Okay, wieso ist da ein Trader? Okay.
Oh. Was bist du? Eine Eulibee. Es geht. Hi erstmal. Ich habe jetzt nur angefangen mit den Bienen und Ressourcen geholt. Oh, Schwammbiene. Und jetzt will ich gerade eine Prisma Bee holen, weil die die Wettertoleranz haben. Jo. Aber sonst, ich weiß gar nicht, wie weit die anderen sind. Aber am Sonntag gehen wir ins End rein und slayen den Ender Dragon und dann geht die Ressourcenproduktion mit Dingsens weiter. Mit den Bienen. Ja, könnte zum Teil dran liegen, da ich schon seit All the Mods 3 oder so dieses Modpack spiele. Und dann immer, wenn was Neues rauskommt, fange ich das direkt wieder an. Ja, genau. Und ich habe das Modpack Anfang des Jahres schon eine ganze Weile gespielt, deswegen weiß ich so gesehen, was ich gerade die ganze Zeit tun muss, um schnell voranzukommen. So. Ja, und aus dem End können wir dann Draconic Bees holen. Und mit denen können wir Speed Upgrades bauen. Und sobald wir die haben, ja, wird das Gesamte hier völlig übertrieben abgehen. Was habe ich da bekommen? Eine Klemme. Ja, und bisschen Base-Building machen wir heute. Da habe ich mir gestern was aus dem Internet rausgesucht, was ich bauen will. Da mal gucken, wie das umgesetzt werden kann, weil aktuell sieht unsere Base aus wie eine Hobbit-Höhle. Und das ist, ja, nicht so hübsch. Ja, und jetzt ist hier einfach nur Langeweile angesagt. Fischen. Ich weiß gar nicht, was können wir denn aus den Prisma Bee machen? Candium? Nautilus kriegen wir. So. Oder können wir mit Prismarin vielleicht auch noch ein bisschen was machen? Boat. So. Ja. Und was geht sonst so? Spielst du auf dem Server oder Singleplayer? Ja, das kenne ich. Oh. Ey. Ah, okay. Kennst du den Mod Easy Villager? Bei der ist relativ gut für den Anfang, wo du relativ einfach eine Iron Farm bekommen kannst. Und das hilft halt sehr, sehr gut.
Ja, super. Damit kannst du halt super den Anfang des Spiels starten. Also das ist auch immer das Erste, was ich jetzt gemacht habe. Easy Villager und dann versucht als nächstes schnellstmöglich Eusimodium zu bekommen. Hey. So. Und jetzt brauchen wir nur noch eine zweite. Ja, genau deswegen. Also, das ist echt super, dass sie hier drin ist und du kriegst halt wirklich easy Villager. Ja, und wo du sagtest, ich bin so weit in dem Modpack, man muss auch dazu sagen, dass ich glaube, jetzt mittlerweile irgendwas bei 30 oder 40 Stunden hier drin haben. Glaube ich. Wir haben am 1.2. gestartet. Ne, 2.2., also das läuft jetzt eine Woche. Dann täglich streamen mit 3 Stunden, außer am Wochenende, da dann knappe 8 Stunden. 24 plus 4 mal 3. 36 Stunden circa. Ja. Also doch ein bisschen reingesuchtet. Aber ich habe damit auch 6 Stunden verbracht, einen Sniffer zu suchen. Also. Neptuns Bounty? Nice. Ja, das war sehr, sehr nervig. So. Oh. Tada! Ja, und wenn du eine richtige Mining Farm haben willst, ne? Gehst du in die Mining Dimension, baust einen Builder und gräbst ein Loch. Da kriegst du Ressourcen en masse. Oh, das war nur das kleine Loch, sorry. Das habe ich ja mal komplett vergessen. Hier ist das richtige Loch. Ja, und dann kriegt man halt so ein paar Ressourcen nach und nach. Sowas wie fast 100.000 Eisen. Und ja. So, und jetzt holen wir uns die nächste Stufe der Bienen. Zwar eine Prisma und hier nochmal eine Prisma. Hier kriegen wir dann die Prismarinen verdoppelt. Und die werden dann hier gestampft. Und dann kriegen wir hier Gene. So, wie sieht das hier hin?
Wieso disabled der? Na egal. So. Oh. Wir brauchen noch einen Plug. Ich habe noch keinen Plug. So, Plug. Nächste Stufe Strom. Auto an. Auto an. Gut. Metanural, yes. Okay, dann. Die können wir jetzt auch verdoppeln. Oh. Ja, und hier sehen wir die Genproduktion. Erstmal die Anfangsmaschine. Und da ist sie durchgelaufen. Und so kriegen wir dann nach und nach unsere Gene hier rein. Und ja. Hier haben wir eine Genflasche. Da haben wir einmal eine Biene platt gedrückt und in einer Zentrifuge wird das dann auseinandergeschleudert und in unserem Indexer erhalten wir dann die Zutaten und wo ist es? Hier. Wir brauchen die Wettertoleranz, damit wir dann nach und nach immer bessere Bienen bekommen, die dann auch den ganzen Tag über arbeiten können und bei jedem Wetter arbeiten können. Und so schlafen die Bienen nicht mehr und arbeiten durchgängig. Also die feinste Form der Sklavenarbeit. So, Prisma. Ja. So, jetzt müssen wir warten, bis die Gene hier fertig sind. Strong. Endurance Strong. Das können wir gebrauchen. Austeilen. Any. Okay. Aber wir können. So, wir können auch versuchen. Ich brauche noch einen Swarm. Nochmal einen Swarm. So.
die Richtung. Okay. So. Ja, im Swamp suchen wir jetzt, wie heißt sie gleich noch? Wir sammeln einfach alle Bienen, die uns begegnen. Und wir suchen Slimebees. Weil die brauchen wir einfach noch für verschiedenste Rezepte. Wieso ist hier ein Bonding Trader? Dich brauche ich auch. So, was hast du denn zu verkaufen? Advanced Turtle. Ripstone. Können wir gebrauchen. So. So. Biene. Oh, eine Blue Bandit. Die brauche ich. Solitary, Solitary High. Okay. Biene. Normale Bienen können wir auch mitnehmen. Das sind noch mehr. Was war das für eine? Neon Cuckoo Bee. Ja, mach mal. Bis gleich. Ich sammle nur Bienen. Holy shit. Ein Tor. Nice. Und eine simple Basis. Geflogen. Ist das der Swamp? Das kleine bisschen hier ist der Swamp, den ich jetzt gesehen habe. Oh. Das ist ja jetzt irgendwie ein wenig enttäuschend. Willkommen zurück. Ich habe den Swamp, den ich gesucht habe, gefunden. Und das war's. Das ist der Swamp. Ich habe an irgendwas Größeres gehofft, gedacht und wie oder wie auch immer.
Das geht in die Richtung, also porten wir uns zum Spawn. Cool, die haben ja schon richtig viele Sachen gebaut. Das sehe ich ja jetzt erst alles. Okay. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ja. Das ist das Problem, wenn du mit Biomes O'Plenty spielst. Zum Teil funktioniert das mit dem World Generation nicht richtig. Aber normalerweise echt gut. So, wir fliegen jetzt zu einem Mangrovensumpf. In der Hoffnung, dass wir da was Besseres finden. Also was Größeres. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach den Schleimviechern. Oh, eine Chocolate Mine. Wir brauchen Schokolade. Aber da kann man Schleimnester finden und bei den Schleimnestern sind immer die Schleimbienen. Logisch. So. Oh, was ich dir auch für den Start auf jeden Fall raten kann, ist ein Sleeping Bag zu bauen. Weil da kannst du, egal wo du bist, kannst du einfach schlafen gehen. Da sind, soweit ich mich entsinne, gefährliches Halbwissen jetzt, einen ganzen Haufen Spawner drinne und das ist also die Wahrscheinlichkeit, dass du da drinnen stirbst, ist so zu 99%, würde ich jetzt mal sagen. Weil da sind auch so Spawner drinnen, die tackern nonstop mit spawnen dann fünf Skeleton auf einmal und davon stehen sechs rum. Oh, ein Stargate. Villager? Dorf, nein, sorry. Oh, hier war schon jemand. Finde ich hier keine Nester.
Boah. Die Renderrate auf jeden Fall runterstellen. Und ja, ich muss zugeben, ich hatte noch nie ein Problem damit. Meistens hat dann eher der Server aufgegeben als mein PC. Aber es gibt, hier ist ja Video Settings, ne? Und hier ist ja, das hier ist Sodium. Und hier kannst du Sachen einstellen. Und da würde ich einfach mal ein Video angucken auf YouTube, weil die können das richtig gut einstellen, was du hier alles machen kannst. Weil dann hast du nicht das Problem, dass deine Grafikqualität nach unten geht, sondern dann werden dann so Hintergrundgeschichten runtergestellt, wie ja halt wirklich deine Renderrate, wie weit entfernt das sein kann und. Das ist relativ genial, was man da alles rausholen kann, besonders mit Sodium, weil das halt nochmal so auf dem Level von Optifine ist. Okay. Ist. Stones.
So, jetzt kriegen wir hoffentlich Schleimbienen. Sekunden. Ja. Endurance strong. Productivity high. Weather.
Okay, jetzt haben wir nämlich... So, wir haben unsere ersten verbesserten Gene. Strong, Endurance Strong, Temper Normal, Productivity High und Weather Tolerance Any. Und wir haben hier eine Biene, die hat schon den Tag-Nacht, deswegen nehmen wir die jetzt. Füttern der den Treat. Und haben jetzt die verbesserte Variante. Hier haben wir noch eine zweite Obsidian-Biene, die hat noch nicht so gute Sachen. Aber der füttern wir jetzt auch die das Honey-Treat für die guten Sachen. Dann haben wir jetzt zwei mit den Super-Genen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein Very High für die Genforschung. Und einen Haufen mehr Treats. Ja. Leider funktioniert das noch nicht so gut. So. Dann können wir aber mal gucken, ob wir irgendwas schon herstellen können oder ob wir überall die Productive Upgrades. Ja, wir brauchen Draconic Bees. Okay, habe ich schon. Wie kriegt man denn Dark Nether? Woher kriege ich denn Schalkas? Schalka-Bee kann ich herstellen aus Digger-Bee mit Schalk. Okay. Heart of the Sea. Post-Elder-Drink. Deepling-Brood. Oh mein Gott, der Leviathan. Da kann man ja eher das hier machen. Okay. Ja, dann. Woher kriege ich denn Honey? Schnell. Okay, ich glaube, dann stelle ich hier das her. Drei, vier, so. Und ein Treat funktioniert. Alter.
Habe ich nicht Treats hier? Doch, da. Wieso werden hier keine hergestellt? Ach, weil ich ein Stack-Upgrade drin habe. Okay. Das erklärt es. So, was wollte ich denn jetzt? Ah. Agree. Machen wir ein wenig Mystical Agriculture. Nature Seed, Die Seed. Okay. Die. Habe ich noch keinen weiteren Seed für bekommen? Okay, da kriegen wir jetzt ein bisschen was zusammen, das ist schon mal schön.
wie hieß das nochmal? X-Net. Bauen wir hier noch was rein? Okay, und zwar Extract Insert Create, machen wir erstmal Blacklist. Entfering. Nice. Geht das zumindest auch raus. So, wie sieht's jetzt hier hinten aus? Sind hier. Bilder. Okay, es fehlen noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
Bilder. Wohin geht denn der Treat? Holy shit. Deswegen läuft das nicht. Oh Gott.